So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play in Three Kingdoms Total War mit Shir, mit Sri Ching, so richtig ausgesprochen. Ja, viel ist nicht passiert. Wir haben in den letzten Runden sehr viel verwaltet, wenig Flachen geschlagen, vorwiegend uns mit den Charakteren beschäftigt, mit den Verwaltern, mit den Hofpositionen. Ja, das Herzogtum Wu hat hier noch diese letzte Siedlung von, jetzt muss ich kurz gucken, von König Duosi erobert. Ja, und der wird sicherlich auch bald besiegt sein. Er hat hier noch eine verstreute Armee. Wenn er hier kein Territorium mehr hat, ist er besiegt und dann wird die Fraktion vernichtet werden. Das ist schade, weil die Region hätte ich noch gebraucht für die Komturei. Aber so ist es nun mal jetzt. Und ja, nächste Runde werde ich dann mal das Gold nutzen und weitere Spione hier einsetzen. Ich werde vorwiegend alle Spione demnächst in die Fraktion vom Herzogtum Wu einsetzen. Das hat den Grund, wenn es zu einem Krieg kommt, bin ich ziemlich sicher, dass dieser Krieg mit dem Herzogtum Wu ausbricht, weil wir einfach so eine lange Grenze teilen, dass eine sehr mächtige Fraktion ist. Und dann ist es gut, wenn wir dort die ganzen Spione in dieser Fraktion untergebracht haben. Für die Runde sind wir fertig und da gibt es noch nichts mehr zu tun. Wir erwarten 14.000 Gold. Das wird auch noch weiter ansteigen, denn sobald wir hier mit König Meng Hu fertig sind, werde ich alle Armeen auflösen. Zumindest solange wir keinen Krieg führen, damit wir uns einfach ein schönes Puffer anlegen können. Weiter geht's. So, es gab noch ein paar Verwalter. Es gab noch ein paar Ränge, ein paar Titel für Verwalter. So, da bietet mir nicht Angriffspakt an. Den lehne ich ab. Tatsächlich lehne ich ihn jetzt sogar ab, weil ich an dem Krieg sogar fast interessiert bin, sage ich mal. Wenn mein Vasallenmeister mit unterstützt, bin ich da sogar einverstanden. Okay, der bewegt sich tatsächlich im Marsch in die Richtung. Ob ich den jetzt da erreiche, ist die andere Frage. Ich bin jedenfalls froh, dass ich die Armee noch nicht aufgelöst habe. So. Vernichtet König Duosi. Damit habe ich ja letzte Runde schon gerechnet. Die gelben Turbane wurden besiegt. Korrupter Statthalter. Euer Diener berichtet, dass die Untersuchung der lokalen Korruption zeigt, dass bis in die Führungsspitze Personen davon profitieren. Es wird angenommen, dass der Verwalter der Komturei Grund der derzeitigen Probleme ist. Der Diener empfiehlt euch, diese Person nicht gleich aus dem Amt zu entfernen, sondern ihr mitzuteilen, welches Schicksal Verräter ereilt. Verwalter ist mir wichtiger, die Zufriedenheit als der Diener, weil der Verwalter könnte theoretisch sogar umgestimmt werden durch eine andere Fraktion. Wenn der sehr, sehr unzufrieden ist, dann schließt er sich nämlich, da verlässt er uns und schließt sich einer anderen Fraktion an. Wir stimmen also dem Verwalter zu. So. Unabhängig davon, wer das jetzt war, das interessiert mich auch gar nicht. So, jetzt schauen wir nochmal in die Verwalterposition rein. Der ist 100 zufrieden, der hat 100 Zufriedenheit. Das heißt, das kann ich jetzt schon mal entfernen. Na klar, der ist sehr zufrieden, dass er jetzt endlich mal befördert wurde. Plus 40 durch Förderung und Gehalt. Super. Dann bekommt der jetzt Physikus, der Unheil abwendet. Immer noch 78 Zufriedenheit. Oh, das war ein Anzeigefehler. So, Einkommen aus der Landwirtschaft. Das sollte natürlich auch eine Region sein, wo viel Landwirtschaft besteht. Sishu. Ich meine, der ist entweder hier. Nee. Dient dem Frieden. Ja, aber das ist ja auch eine Region, wo wir viel Landwirtschaft haben. Von daher ist das genau richtig untergebracht dort. So. Und dann gibt es hier noch plus 10% Einkommen aus Handel und auch das möchte ich noch vergeben. Das bekommt einfach er jetzt. Wird auch gleich ein bisschen zufriedener. Sehr hübsch. So, das ist ein oder andere Nahrungsabkommen noch abgelaufen. Und dieses Ereignis, was unseren Handel zusätzlich verbessert. Deswegen haben wir jetzt nur noch 10.000. In Anführungsstrichen nur noch 10.000. Ist immer noch ziemlich gut. So, den erreichen wir leider nicht.
Aber der bekommt mittlerweile Verschleiß, wahrscheinlich weil die Militärvorräte so gering sind. Klarheit erleuchtet den Weg zum Frieden. Ja, ich bezweifle, dass der jetzt hier in unseren Hinterhalt reinrennt. Aber vielleicht erobert er die Siedlung oder greift die Siedlung an. Dann verliert er nämlich gleich Bewegungsreichweite und dann wird er merken, dass eine Armee von mir in Reichweite steht. Und man sieht hier diesen grünen Kreis und der Kreis reicht bis zur Siedlung. Das heißt, wenn er angreift, unterstützt die Armee, die er ja aktuell nicht sieht. Weil die versteckt ist mit 80% Hinterhaltswahrscheinlichkeit. So, Dongli hat eine neue Fraktionshauptstadt. Das heißt, die Fraktion wird sicherlich auch nach und nach hier diesen Krieg verlieren. Dongli, wo sind sie denn? Hier, die ist schon so unbedeutend mittlerweile. Level 23. Der kontrolliert anscheinend auch nur noch zwei Siedlungen. Der hat nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel vernichtet. So, wir haben noch eine Regionalhauptstadt gebaut. Das ist unsere erste Regionalstadt, wenn mich nicht alles täuscht. Level 8. Passt euch an, um handlungsfähig. Ne, unsere zweite. Wir haben sogar schon eine in Hepu. Und die dritte baue ich gerade in Yuling. Und, ach, wir haben sogar schon eine, wir haben noch eine in Hepu. Also da haben wir schon viele von gebaut. Da haben wir schon viele von errichtet. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen weiteren Bauslot, oder? Nee, achso, dadurch gab es gar keinen Bauslot. Und für die nächste Siedlung gibt es auch keine Bauslots mehr. Also es macht schon Sinn, jetzt hier nochmal auf diese Stufen zu gehen. Gerade hier von Stufe 6 auf Stufe 7 gibt es einen weiteren Bauplatz und von Stufe 7 auf Stufe 8 nochmal einen weiteren. Ja, das andere lohnt sich dann auch erstmal nicht mehr. Aber die Stadt wurde auf Stufe 8 gebaut. Und genau hier haben wir noch einen weiteren Slot bekommen. Der wird jetzt hier oben angezeigt. Weil es jetzt hier so viele Slots gibt, das war jetzt ein bisschen klein. Aber oben wird noch was angezeigt. So, dann bauen wir jetzt hier. Ist ja eine sehr reiche Region mit 2500 Wohlstand. Würde ich vorschlagen, wir bauen in der Region jetzt die Bezirksverwaltung. Ja. Die Bezirksverwaltung erhöht weiterhin die Einnahmen aus allen Quellen. Und da ja hier langfristig auch die Bevölkerung ansteigen wird, wie lange dauert der Tempel? 2 Runden. Okay, den können wir ja dann bauen, wenn wir brauchen. Aktuell wäre das Verschwendung, weil da bekommen wir jetzt von 8 auf 16 öffentliche Ordnung. Aber das dauert eine Weile, bis das hier nach unten geht. Das heißt, das bauen wir erstmal nicht weiter auf. Man muss eben immer schauen, wo macht es Sinn, Gebäude zu bauen und wo nicht. Welche haben den größten Einfluss auf die Fraktion. So, wir arbeiten uns jetzt mal von Süden nach Norden. So, hier haben wir mittlerweile auch die maximale Bevölkerung. Ja, plus 8 Charaktererfahrung zusätzlich ist halt schon nicht schlecht. Ich muss sagen, dieses Gebäude finde ich halt echt gut. Also es gibt für mich keinen Grund, dieses Gebäude abzureißen. Öffentliche Ordnung, Einnahmen aus Handel, Charaktererfahrung, Bevölkerungswachstum, das lassen wir stehen. Auch wenn unsere Fraktion das nicht nutzen kann. Also wir können es nicht weiter aufbauen, aber wir können die bestehenden Effekte nutzen. So, was haben wir hier? Die Anlegestelle von 4 Nahrung auf 5 Nahrung, das lohnt sich nicht so. So, ich baue jetzt hier mal den Bambusholzfäller, das ist einfach ein günstiges Gebäude, kostet nur 1000. So, dann baue ich jetzt hier auch Panyu auf, von der Großstadt zur kleinen regionalen Stadt, da bekommen wir den nächsten Bauslot. Ich baue das Dockmarkt-Depot. So, da ist auch unser Gold schon weg. Für die Runde. Naja, einen Spion werden wir noch einstellen. Hoffe ich doch. So, dann gibt es wieder ein Ereignis. Man kann übrigens auch den Fähigkeitenbaum zurücksetzen, das kostet hier auch Gold. Wenn man absolut nicht zufrieden ist, aber ich bin eigentlich mit allem sehr zufrieden. Das ist ganz selten der Fall, dass das wirklich Sinn macht. Aber dann kann man alle Punkte neu verteilen. Aber das ist auch jetzt ein Ereignis, was nicht allzu selten kommt. Also wenn man es jetzt nicht machen kann, können wir es auch noch ein anderes Mal machen. Aber seinen Fähigkeitenbaum würde ich wahrscheinlich schon mal noch gern zurücksetzen.
Wenn die Zeit da ist. Okay, hier können wir jetzt zumindest schon mal nicht unseren Handel erhöhen. Charakter verheiratet. So kriegt man übrigens auch ganz einfach eine Heirat zustande. Sie. Manchmal, weil normalerweise kostet die Heirat ja über das Hofmenü kostet ja 1000 bis 2000. Und hier kostet es nur 500. Sie. Ich gucke jetzt mal nach. Ja, ihn haben wir tatsächlich noch nicht verheiratet. Das können wir eigentlich mal machen. Dem steht nichts im Weg. Dann mache ich das mal. Aber kurz vorher möchte ich nochmal schauen, ob der jetzt wirklich so schlechte Fähigkeiten hat oder ob ich die jetzt wirklich komplett anders machen würde. Handelsabkommen, Fernkampfschaden. Also Fernkampfschaden ist wiederum gut, 25%, weil ihn stattet man ja sowieso mit Fernkämpfern aus. Reserven. Ja, wir können ihn auch erstmal als Verwalter belassen, so, ne? Der hat noch viel Zeit, verbessert zu werden. Ja. Auch plus 25% Bewegungsreichweite beim Kommandieren. Nee. Den lassen wir als Verwalter. Und wir werden jetzt... Ah, jetzt wird hier Cheng Lang verheiratet. Das wechselt ab und zu mal. Wenn man hier raus und wieder reingeht, gibt das manchmal wirklich völlig unterschiedliche Geschichten. Cheng Lang. Wenn ich jetzt gleich wieder reingehe, ist es wieder was anderes. Jetzt ist er. Tai Ishi Si. Das ändert sich jedes Mal, kann das sein? Oder aber er ist ja nicht in unserer Familie. Lady Shi. Das können wir auch machen. Das können wir auch machen. Obwohl, die ist halt schon... Die ist halt auch schon so alt, ne? Hier im Stammbaum, man sieht's ja hier. Die ist halt... Na gut, die ist 43. Sie ist 43. Mal gucken, was noch kommt. Okay. Ist interessant, dass sich das immer wechselt hier. Shi Wei. Ja, wir werden ihn verheiraten. Ihn wollte ich auch verheiraten. So. Gucken wir gleich mal. Genau. Baufangbau müsste das gewesen sein. Ja, Baufangbau. Also, was haben wir denn hier jetzt für einen Fischzug? Was haben wir uns für einen Fisch geangelt? Herausfordernd, diszipliniert und ruhig. Das sind noch gute Eigenschaften. So, dann hätten wir das. Hier haben wir sehr, sehr geringe Militärvorräte, aber die werden sich auch bald wieder auffüllen. Ja. Hoffentlich bekommen wir beim nächsten Fraktionsrat wieder die Möglichkeit, unseren Handel aufzubessern. Wir erobern jetzt erstmal Yongshu. Zurück auf Ausgangsposition. Unser Sieg zeigt die Anerkennung des Himmels. 1700 Garnisonseinheiten. Grundbesetzt. Wir werden dieser Siedlung Gerechtigkeit bringen. Wir haben noch eine Hüterkleidung erhalten. So, was haben wir hier für eine der Siedlung? Mächtigste Baum lebt von seinen Wurzeln. Markt an der Gewürzrute und der ist sogar auf Stufe 4. Na, fantastisch. Das ist doch sehr gut. Gut, aber hier werde ich jetzt langsam mal Gebäude umbauen. Das lasse ich stehen, weil das die Baukosten reduziert. Das bauen wir um.
Und auch das baue ich jetzt um. Das lasse ich erstmal stehen. Also diese Gaststätte finde ich wirklich ist ein klasse Gebäude. Und diese Reparaturenwerkstatt lasse ich noch so lange stehen, bis ich das hier Ganze noch auf Stufe, bis auf Stufe 7 verbessert habe. Ja. Da sparen wir uns dann nämlich gut Baukosten bei 10% geringeren Baukosten. So, sobald die Armee besiegt ist, werde ich die auch auflösen. Also löse ich beide auf. Wir müssen jetzt erstmal warten, was die machen, weil nicht, dass er noch was erobert und nicht dann wieder der Krieg wieder von vorne beginnt. So, für den Spion reicht diese Runde wahrscheinlich auch das Einkommen nicht mehr aus. Doch. Hurong. Den haben wir auch in unserer Fraktion. Ja, der ist Mitglied unserer Fraktion. Den können wir ja mal dort einsetzen. Das Einzige, was ich da jetzt machen werde... Obwohl, nee. Der hat so ein tolles Gefolge. Also den hätte ich gerne in Bereitschaft. Den hätte ich mit seinem Gefolge gerne in Bereitschaft. Nee. Weil die Gefahr ist halt immer da, wenn man die zu Spionen macht, dass die halt bei ihrer Spionagetätigkeit überlaufen. Weil die lernen ja natürlich auch andere Fraktionen kennen. Und wenn die dort gütig behandelt werden, dann kann es mitunter passieren, dass die uns verlassen. Dass die einfach ihre Spionagetätigkeit aufgeben und sich dem Feind anschließen. Wen haben wir hier noch? Huang Jizu. Nee. Am liebsten hole ich mir da auch diese möglichen Überläufer, weil die sind in dieser Fraktion etabliert. Also die sind ganz, ganz tief drin in der Fraktion. Die sind in der Regel Generäle oder Verwalter oder sogar familiär verwandt. Wie zum Beispiel er. Nicht er, sondern er. Wang Shu, er ist ja sogar mit der Wang-Familie verwandt. Ja. Das ist ja das Tolle. Na gut, dann nennen wir nächste Runde einen neuen Verwalter und diese Runde holen wir uns noch eine Truhe, eine industrielle Truhe. So. Und eine Reform steht auch an. Also man sieht, unser Reich erlebt aktuell eine Hochphase. Hier schalten wir mittlere Schwertkavallerie frei. 15% Einkommen aus Landwirtschaft. Das wäre doch auch mal eine Option. Oder hier 15% Einkommen aus Handel. Handel und Landwirtschaft, das sind unsere größten Zweige. Wir schauen mal. Also hier sind es 15% und hier sind es auch 15%. Gucken wir mal. Das Schöne ist, man hat das hier ganz, ganz, ganz genau. Handel haben wir 7500 und Landwirtschaft haben wir 4600. Ja, ich glaube, dann liegt es auf der Hand. Wir werden den Handel nehmen. 10% vom Handel sind 700. Und 15% sind sogar 1400 Gold müssten wir jetzt mehr bekommen. Sprich, wir müssten jetzt gleich bei 12.000 sein. Wir müssten gleich 12.000 Einnahmen haben, wenn ich das jetzt freischalte. Und wir können dann auch die Kunstwerkstätten bauen. So, wir müssen jetzt bei 12.000 sein. Okay, hat sich noch nicht aktualisiert. Dann vielleicht nächste Runde. Steigt hoffentlich an. Und weiter geht's. Mal gucken, ob er in den Hinterhalt reintappt. Das ist die letzte Armee. Das ist natürlich jetzt auch eine Gefahr. Wir machen uns natürlich jetzt deutlich schwächer, als wir sind. Indem ich alle Armeen auflöse, zeige ich natürlich anderen Fraktionen, boah, der hat Stärkerang 20, Stärkerang 10. Und das macht uns anfällig für Kriegserklärungen. Ablehnen. Das gefällt mir jetzt hier zum Beispiel gar nicht, dass diese Fraktion, dass das Herzogtum Wu jetzt hier in unser Gebiet marschiert. So, der greift an. Okay, wir sind anscheinend mit unserer Armee ganz knapp nicht in Reichweite, aber dadurch, dass die Garnison so super ist, sind wir halt völlig überlegen und können das auch delegieren. Wir lassen ihn mal frei. Sheng Yang hat Gongdu den Krieg erklärt. Liu Yang hat König Meng Huo den Krieg erklärt. König Meng Huo wurde vernichtet. Sehr schön.
So, die machen mir jetzt hier ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ich stelle mich mal sicherheitshalber in die Siedlung. Das ist mir jetzt hier echt ein bisschen riskant, muss ich sagen. So, und die Armee... Hä? Warum fehlt uns denn jetzt hier eine Einheit? Wie kann ich dienen? Hä? Hat ich schon angefangen, die Armee aufzulösen? Hatte ich angefangen, die Armee aufzulösen und hab's nicht vollendet? Kann das sein? Ich meine schon. Ja, Hurong, den habe ich auch entfernt. Ich glaube, ich habe angefangen, die Armee aufzulösen und hab das nicht beendet. Ja, also die können erstmal weg, die Truppen. Ich bin erfreut von eurem Ruf. Ich folge eurem Ruf. Jetzt sind wir bei 12.000. Ja, und die bleiben erstmal dort. Weil ich eben nicht weiß, was das Herzogtum Wuyi hier ausheckt. So, wir haben ein Gästehaus gebaut. So, dann bauen wir das große Gästehaus für viel mehr Einnahmen aus dem Handel. Wie viel kostet das? 3.000, okay. Das kostet 3.000. Dann baue ich gleich das Magistrat. So, dann haben wir eine Regionalstadt hier errichtet in Bushan. Aber auch einen weiteren Bauslot. So, minus 8 öffentliche Ordnung. Ja, hier brauchen wir auf alle Fälle auch ein Gebäude, was sich dem Problem annimmt. Sprich, wir brauchen einen Tempel. Oder eine Garnison. Aber hier ist ja dieser Fluss. Also so solche Flüsse sind auch natürliche Barrieren, die das Land zusätzlich schützen, weil es gibt nicht so viele Möglichkeiten, so einen Fluss zu überqueren. Deswegen, die Stadt hat eine sehr gute strategische Position. Da werde ich kein Garnisonsgebäude bauen. Auch wenn es Garnisonsgebäude gibt, die mit bestimmten Stufen hier auch die öffentliche Ordnung erhöhen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Konfuzius-Tempel erhöht nur die öffentliche Ordnung. Aber dafür halt umso mehr, nämlich um bis zu plus 16. Boah, da will ich jetzt überlegen. Auf alle Fälle gibt es nur die drei Gebäude. Es gibt zusätzlich noch die Möglichkeit, hier dieses Getreidelager zu errichten. Aber ich finde, Reserven sind tatsächlich das Unnützeste von allem. Also Reserven sind wirklich das, was wirklich kein Mensch braucht. Und von daher müssen wir uns jetzt zwischen der Patrouille entscheiden. Und zwischen dem konfuzianischen Schrein. Ich sag mal so, ich würde den wahrscheinlich sowieso erstmal auf Stufe 2 aufbauen. Das bringt plus 8 öffentliche Ordnung. Da finde ich die Patrouille fast doch sinnvoller. Da brauchen wir allerdings Technologien für. Ich baue erstmal den Tempel, aber ich lasse ihn auch erstmal nur auf Stufe 1. Wir belassen ihn. Den baue ich für 747, ist ja nicht teuer. Aber ich belasse ihn erstmal auf Stufe 1. Mehr mache ich da nicht. So, dann baue ich in der gleichen Region. Muss mal gucken. Ja, dann baue ich jetzt hier das Händlerlagerhaus. So, das lassen wir erstmal. Was haben wir denn noch errichtet? Ein Gericht, ein Grundbuchamt. Ja, wenigstens das möchte ich noch aufbauen. Und ein Magistrat. Gut, dann haben wir noch zumindest noch 3000 Gold übrig. Das sollte für einen guten Spion auf alle Fälle ausreichen. So, wir sind jetzt Stärkerang. Sieht man das irgendwo? Sehe ich irgendwo meinen persönlichen Stärkerang? Stimmt nicht. Oder doch? Hier müsste ich es doch eigentlich sehen. Sehe ich das irgendwo? Auch so eine Geschichte, die ich nicht weiß. Wo sehe ich meinen Stärkerang? Wir sind zwar eine große Bedrohung.
Andere Anführer sprechen voller Angst und Ehrfurcht von eurer militärischen Expansion. Da geht es natürlich nur um die Gebiete, das hat nichts mit den Streitkräften zu tun. Deswegen, ich werde vom Stärkeren wahrscheinlich ganz, ganz weit unten sein. Aktuell. Ich weiß aber nicht, wo ich das finde. Gut. Schauen wir nach den Spionen. Hier haben wir einige potenzielle Überläufer, aber es sind alles Fraktionen. Das sind alles Fraktionen, die mich nicht sonderlich interessieren. Das Herzogtum Wu interessiert mich in erster Linie. So, wir können uns direkt wieder eine Truhe holen. Also jetzt sammeln wir so viel Herrlichkeit mittlerweile. Das läuft nächste Runde direkt wieder voll. Haben wir uns wieder eine Truhe. So. Ja, dann werde ich doch noch Gebäude bauen. Und warte ich einfach, bis wir mal einen Charakter aus der Fraktion Wu bekommen. Bauen wir hier noch eine Hütte. Lagerhaus für Kiefernutzholz. Ja, bessere Garnison. Ja, aber das läuft doch absolut fantastisch. Wir haben 95 Nahrung. Ich kann mir auf alle Fälle jetzt auch noch Nahrung holen. Die Verträge sind nämlich alle ausgelaufen. Und das mache ich selbstverständlich, weil Gold kann man nie genug haben. Die Nahrung nützt mir nichts. Man sieht ja hier, wir bekommen durch den Überschuss 25% Einkommen aus der Landwirtschaft. Die habe ich auch, wenn ich 40 oder 50 Nahrung habe. Ich glaube, mit 50 hat man, glaube ich, 20 oder 25%. Aber wir generieren viel mehr Einnahmen, wenn wir das auch vertraden. Da muss ich mir erstmal jetzt jemanden suchen. Ja, wir suchen uns erstmal die Kandidaten, die sowieso sehr gut handeln. Ich glaube, mein Vasallenmeister macht ein ziemlich gutes Abkommen mit uns. Obwohl, das sieht nicht so aus. Oder? Naja. Geht so. Wir haben 95 Nahrung. Da können wir auch ein bisschen was vertraden. Ja, das passt doch. Merke ich mir mal so das Abkommen. Liu Bei. Das ist noch auch ziemlich abhängig, oder? Okay, Liu Bei macht ein ziemlich schlechtes Abkommen. Zugang zum Sunshine schaue ich mir nicht an. Auf alle Fälle Kongrong. Der hat 35.000 Gold und 18 Nahrung im Minus. Das machen wir auf alle Fälle. Ja, natürlich. Von dem kriegen wir richtig fett. Von dem kriegen wir richtig was. Ich weiß, ich könnte hier auch die Zahl eingeben, aber ich klicke ganz gerne. So. Na, nicht zu viel. Ja, das passt doch. So, jetzt haben wir 15. Das heißt, wir werden 15.000 Gold bekommen in den nächsten Runden. Jetzt kann ich hier nochmal runtergehen. Als Ausgleich für 30 Nahrung. Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Angebot. Machen wir gleich mal. Jetzt haben wir noch 65. So, Kongong war ein ziemlich guter Partner. Cao Cao nicht. Das Herzogtum Wu hat mittlerweile auch genug Nahrung. Tao Ying. Und der wird auch ein guter Partner sein. Ja, passabel. Mal gucken. Ich will bekommen. 26 gegen 600. Okay. Ist erstmal notiert. Okay, machen wir erstmal noch Herzogtum Song. Das ist unser Vasallenmeister, den stärke ich sowieso ganz gerne. So, jetzt gebe ich das Ganze ein. 1000 hat er uns in etwa dafür gegeben. Ja. Für 20 Nahrung, oder? Ne, 21. Es müssen 21 sein. Aber gut, das ist auch in Ordnung. 10.000 Gold für 21 Nahrung. So. Das haben wir. So, und dann haben wir noch das Herzogtum Shu'an. Die haben aber nicht so viel Gold. Tao Ying hat ja immerhin 9.700 Gold. Deswegen denke ich mal schon, dass das Abkommen hier ein bisschen effektiver ist. Nee, zahlen tun wir dem nichts. Hä?
So. 500. Ich glaube, jetzt muss ich doch nochmal hochschauen. Ich glaube, da war das Angebot vom Schuh an besser, weil wir mit denen so gute Beziehungen haben. 20 gegen 500 war es ja in etwa das Angebot. 500? Nee. Ich meine, wir können die auch erstmal behalten. Ich meine, wir machen jetzt guten Überschuss, 14.000, 44 Nahrung haben wir noch, dadurch kriegen wir 25% Einnahmen aus der Landwirtschaft. Wir bauen ja auch noch Gebäude aus, das muss ich ja auch mit einkalkulieren. Wir bauen Gebäude, die uns auch bei den Upgrades ganz schön was kosten. Das kostet uns ja auch einfach mal so ganz schnell 4 Nahrung. Bleibt ruhig. 4 Nahrung. Das kostet uns auch 4 Nahrung, na gut, ist ja. Wir lassen es erstmal so. Wir schauen einfach mal, wie sich die Nahrungsgleichgewichte verschieben. Vielleicht sind Fraktionen, die jetzt kein Problem haben, nächste Runde völlig abhängig von uns. Aber wir nehmen die 44 Nahrung erstmal mit. So, dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.